So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun sind wir hier wunderbar in einer schönen, idyllischen Vorstadt auf dem Weg zum Firefly-Geheimversteck. Soviel ich weiß. Da vorne ist der Eiswagen, den wir schon in der letzten Folge gesehen haben. Ups, falsche Taste. Hier, das nennt er wohl Rennen. Ich nenne das Schleichen, da sind wieder die Hunde. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, der Eiswagen. Ja, Henry hat mir das erzählt. Habe ich dir letztes Mal schon Wir haben dort erklärt. Eis Jetzt komm verkauft. schon. Was? Niemand. Joel? So, mal kurz der Stimmt, Servus. der Wagen fuhr herum und spielte laute, Ja, das schrille wissen wir alles. Musik. So, auf, Kinder weiter kamen geht's. und Idyllische kauften sich Kleinstadt. Eis. Du verarschst mich Erforschen. doch gerade. Ehrlich. Waren wir hier schon drin? Das war eine seltsame Zeit. Ah, geil, dass ich keine Munition hier habe. Haha. So. Ah, ich glaube, hier drin waren wir schon, ne? Letzte Folge. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Ja, hier waren wir in der letzten Folge schon. Hier gab es eigentlich so gut wie gar nichts an Rasenmäher. Oh, eine Treppe. Treppe, die ihm nichts endet. Cool. Au! Direkt unter Beschuss gelandet, wunderbar. So muss das sein. Irgendwo da hinten. Also gut. Das ist auch noch ein Scharfschütze. Bleibt alle hier. Och, Menno. Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Seid ihr des Wahnsinns? Hey, vorsichtig. Genau. Ich renne bestimmt nicht einfach so vor, aber ich könnte mal schauen. Na, natürlich nichts. Oh, da können wir, glaube ich, wieder was upgraden. 20 Lauschmodus des Tages. So, du mal upgraden hier. So. Und wo wolltet ihr nochmal hin? Zu dir, du Penis. Nicht auch. Nicht auch. Halleluja. Au. Oh, fieser Streifschuss hier. Die Sau. Ich kann euch immer noch sehen. Oh. Das war da mal definitiv ein Schulterschuss. Habt ihr hier zu suchen? Was mich jetzt so an, das werde ich dir gerade sagen, du. So. Wäre ich gerade dem. Na, kannst du mich nicht, du. Ja, genau, hängen wir ein bisschen länger am Gelände. Okay. Och nö. Du bist tot, Arschloch! Oh, wow. Cool. Wo kommt der jetzt her? Ah, tauschen wir gleich mal da. Wow. Schnappt ihn euch. Ich geh mal. Aua! Zack. Komm schon. Da chill mal dein Leben hier, das ist doch. Wo ist er dann? Hallo? Junge? Ja. Wow, ich werde hier voll in Beschlag genommen hier. Alle gar wollen sowas von mir. Juhu, 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 juhu. Leute. Ja, toll. Jetzt schleichen sie wieder außen rum hier. So,
Sag mal. Scheiße. Dann mal los. Yay. Kann ich wieder herstellen? Ich will es doch hoffen. Toll, Messer. Nummer 1. Fehlt mir wieder so viel Zeug hier. Alles Säcke hier. Alles voll und. Ding nach. Echt. Nicht schön. Den Tür hol ich mir da um. Verdammt, die Scharfschütze da. Ich bin der richtige Splinter Cell. Ich will zu dir. Da oben drin hockt er, die Sau. Verdammt. Oh, verdammt. Er ist da drüben. Hey. Jawohl, ich hab damals 25 Mal daneben geschielt. Und schon. Alter. Toll. Es ist ja nicht so, als ob ich unendlich Munition hätte, ne? Ihr müsst doch nicht schüchtern sein! Oh Gott, der hat... Ist ein höheres Kaliber? Hab ich? Jetzt aber! Jawohl! Wollt ihr wieder Oberschlau sein? Lass mal alles nach, was wir haben hier. Ihr seid zu viele. Ah! Hat er gerade aus der Wand geschossen. Stay out. Das sollte eigentlich eine Warnung sein, die wir beherzigen sollten. Schön von hinten rein. Immer schön von hinten. Da ist der Überraschungsmoment am größten. Warum kann ich denn nichts herstellen? Ich hab nicht mal mehr ein Medikit. Ich könnte heute mal ein Medikit wieder gebrauchen. Hallo? Psst, psst, psst. Nette Raschel. Jemand. Man sieht sauber aus. Ich hab meinen verdammten Pistole nur noch 3 Kugeln hier. 3 Kugeln, ein Messer und mein Base jetzt zerbricht bei der nächsten Berührung. Schön. Bleib mir was? Hopp, hopp. Man kann's auch übertreiben.
Toll, wer davon ist ein Bösen, wer ist ein Gut? Aha. Böse? Bleib liegen! Ah, ist auch wieder so ein... Och nö! Sauhund. Depp. So. Erwischt. Ah, sag mal, auf den zu schießen, jo. Ich will den Typ mal erwischen. Treffer. Ja, wie viele Kugeln hatten das Ding eigentlich? So. Bah. Och nö. Verschielt. Hat er den? Nö, hat er natürlich nicht, ne? Hallo? Treffer. Nein! Jetzt. Los, Leute. Da rennt einer. Ah. Hat er gedacht. Und wie viele Leute rennen da eigentlich rum? Warum muss... Ich will immer... Kein Kamerafeuer hier. So. Hammersball. Scheiße. Geht auch quer von dem Mädel weg. Och nö. Nicht schon wieder das Ding. Nein. Kriegst du das Ding rausgeschaltet? Nein. Sind wieder zu viele, oder? Das ist ja. Ach du. Na. Kugel im Ohrsch. Wurde aber auch nicht so besonders berauschend, wie ich gerade sehe. Das erinnert mich so ein bisschen an Moorhuhn. Kennt ihr das noch? Moorhuhn? Wie könnt ihr das Ding ausschalten? Ah! Jetzt hab ich's. Genau so, genau so. So Scheiße. Und nicht anders. Oh, das war heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Ist aber schön, dass er okay ist. Ja, gern geschehen. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Ich finde, dass ich gerne ist. Um einiges lieber das Wir Ding gefahren weg. Hier. Okay. Sam! Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Nein! Sag mal, warum sind eigentlich die Zombies hier so agil? Das sind ja richtig Leichtathletik, Jungs. Klicker, Klicker, Klicker. Noch ein Klicker, noch ein Klicker. Oh, Scheiße.
Der Klicker schafft's hier hoch. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Bist du okay? Na, ich lebe. Leichte Zwickmühle. Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Leicht in die Falle geraten. Ach, sieh da. Ein Sendemast. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut, recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie. Genau. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Einmalig. Ich hab davon geträumt. Okay. Okay. Läuft bei euch? Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ach, what, das geht schon. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Ja, es ist schon schlimm. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Das war mir so klar. Nein. Und irgendwie, glaube ich, versteht's mein Nachbar einfach sicher ist, nicht, dass ich keine Scheiße baue. Dass, wenn ich nicht antworte, ich gerade aufnehme. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Schlimm. Ist alles okay? Ja, ja, natürlich ist alles okay. Hallo. Ich meine, schau dir die Welt an, ist alles perfekt. Okay. Tja, dann gute Nacht. Ja, genau. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Oh je. Mal sehen. Jetzt wird die große Lebensgeschichte ausgepackt. Skorpione sind gruselig. allein zu sein? Boah. Ich habe Angst davor, allein zu leben. Tja. Was bei einer Zombie-Apokalypse kann das aber mal vorkommen. Die Dinger da draußen. So ein klein wenig allein. Was wenn die Menschen noch da drin sind? Oh je. Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Warum habe ich immer das Glück, glaubst dass du das ausgerechnet stimmt? Am Ende einer Folge so einen riesen Tja, ich weiß Sequenz auch nicht so genau. Soll. Das ist. Das muss ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ach, wow, ja, das geht schon. Ich auch nicht. Oh. Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Toll, noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay. Okay. Ich bin müde. Genau, hau dich mal hin. Wir sehen uns morgen. Komm schon, knack dich weg. Jawohl. Das ist so, tut man Geschenke entgegennehmen.
Das ist wahre. Oh, scheiße. Das ist übel. Oh Mann, das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Immer noch leicht erkältet, falls ihr euch das fragt. Ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Jawohl. Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld. Henry. Henry, nicht. Da waren es nur noch zwei. In Jackson City, ja? Ja. Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Okay, da gehen wir als nächstes dann hin. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.